Und damit ein recht herzliches Willkommen zu unserem Let's Play Ark Aberration. Mit dabei ist heute wieder der liebe Jones. Einen wunderschönen guten Tag. Guten Tag. Freunde, wie ihr seht, die Tracks sind ausgelevelt. Oh, wir haben uns gestern echt richtig den Arsch abgespielt hier, muss ich sagen. Aber dazu wird der Jones gleich noch was sagen. Ich möchte mich an der Stelle nochmal recht herzlich bedanken für die ganzen neuen Abonnenten, die rangekommen sind. Echt vielen, vielen Dank. Und natürlich auch für die fleißigen Kommentare-Schreiber. Ich bin immer richtig glücklich, wenn ich sehe, hat wieder einen Kommentar da gelassen. Macht weiter so. Wir würden uns auf jeden Fall darüber freuen. Jones, was haben wir heute eigentlich vor? Ja, also wir haben ja überlegt, ob wir uns vielleicht noch ein paar neue Eier gönnen mit den geilen Krabben, die wir uns noch bis in die frühen Morgenstunden neu getaped haben. Oh, ja. Kannst du ja mal hier zeigen. Wenn du ja, Mann, also wir waren gestern wirklich bis, keine Ahnung, 6 Uhr früh oder so. Ja, was das war gestern, ist ja heute gewesen. Also wie gesagt, wir haben uns gestern den Arsch abgespielt, ey. Und haben uns nochmal zwei neue Krabben an den Start geholt. Ja doch, Krabben. Verdammt, jetzt hätte ich fast wieder Kragen gesagt, Alter. Die guten Stücke. Der Jones hat natürlich wieder Glück gehabt, hat so eine High-Level-Krabbe gekriegt, aber meine war auch nicht ganz schlecht. Die sind jetzt auf jeden Fall am Start, so dass wir wieder in die Cave runter, was heißt in die Cave, in die Region darunter können und uns neue, ja, Drake-Eier holen können. Wir wollen halt ein paar höher leveligere haben. Dabei sind dann auch Matschi und Fussel, da werden wir gleich dann wieder zusammenführen, unsere Videos. Also seid gespannt. Was wir euch jetzt noch zeigen wollten, die Drachen ein bisschen in Action, oder? Also was da so geht. Also ich muss dazu sagen, Jones ist schon Drachen-Main, also der kann die richtig gut fliegen. Wir haben gestern auch noch ein paar Flugstunden geübt, weil es ist gar nicht so leicht mit dem zu steuern, muss ich ganz ehrlich sagen. Also da braucht man schon ein wenig, ja, Geschick für. Aber die Sachen kannst du ja gut demonstrieren, also weil ich mache ja keine Aufnahme jetzt, die können ja bei mir nicht sehen, was ich da treibe, vielleicht nur aus der Entfernung. Genau, also ganz wichtig am Anfang ist den Rechtsklick, wenn ihr losfliegen wollt, sollte man anmachen auf jeden Fall, dann hebt er nämlich auf jeden Fall besser ab. Der Rechtsklick ist eigentlich auch dafür gedacht, dass wenn man... Oh, jetzt hat es nicht geklappt, ne? Ah, okay. Der Rechtsklick ist eigentlich dafür, wenn ihr an der Wand steht, dass ihr dann einfach random hochklettern könnt. Beim Fliegen einen Linksklick macht, dann passiert das nicht. Oh wow, das ist der Vorführeffekt. Ah! Pass auf. So, Rechtsklick ist aktiviert. Ja, Rechtsklick ist aktiviert, das seht ihr oben rechts in der Ecke. Und wenn man jetzt die Wand einfach hochklettert, dann klettert er einfach hier so random hoch. Es geht natürlich auch schneller. Und Rechtsklick deaktivieren, seht ihr, dann springt er wieder runter. So. Die C-Taste macht das Vieh, wow, unsichtbar. Aber alles, was hier gerade, oder was ich gerade erwähnt habe, verbraucht Stamina. Also Ausdauer, Freunde. Ich habe da so ein kleines Problem mit dem Wort. Ich krieg das nie richtig ausgesprochen. So, und fliegen, wie gesagt, vorher Rechtsklick aktivieren. Der fliegt ja nicht wirklich, der gleitet. Wenn man dann losrennt, Leertaste drückt, dann hebt er ab. Wow. Jetzt hält der, Alter, das ist ja gar nicht. Ich krieg's nicht hin. Oh, wow. Hier, ich weiß nicht, ob du mich siehst. Ja. Oh, Freunde. Seht ihr, also ich muss echt noch ein paar Übungsstunden einlegen. Das ist echt ein bisschen tricky. Aber ich habe mich auch, glaube ich, gerade wieder dumm angestellt. So, jetzt nochmal. Aufs Neue. Okay. Flieg halt nicht. Ah! Bist du das nicht am Gleiten? Ja. Jemanden gleiten? Ja, warte. Freunde, das kriegen wir hin, das kriegen wir hin. Tut mir leid, wenn das jetzt gerade ein bisschen... Wenn das Kuddelmuddel ist. Ja, da ist er, der Jones. Oh, jetzt fällt er auch runter. Das ist geplant. So. Oh, wow. Wow, Freunde. Wow! Ich versuch's gerade nochmal hinzukriegen. Das ist auch mal... Brücke, so, jetzt. Easy. Also man muss halt ein bisschen mit der Maus hoch und runter, damit er so ein bisschen rumgleitet. Also es ist echt ein bisschen tricky. Man muss das hier und da üben. Ihr habt's gerade gesehen, ich krieg's immer noch nicht wirklich hin. Aber wenn man einmal den Dreh raus hat, geht's eigentlich. So, seht ihr? Jetzt hier einfach easy gliding. Richtig geil, der Scheiß. So, und wenn man jetzt am Fliegen ist und man ist an der Wand, dann kann man... Wow, jetzt bin ich natürlich gerade runtergefallen. Kann man... Ganz kurz. Also ich springe jetzt einfach mal hier hoch und dann Linksklick zieht er sich so ganz schnell an die Wand dran. Das ist richtig nice. Also ich glaube, damit kann man richtig coolen Scheiß anstellen. Ich versuche es jetzt nochmal kurz zu zeigen. So. Und wenn man jetzt einen Linksklick macht, da hoch, bam, klatscht er sich da richtig dran. Das ist nice. Es macht auf jeden Fall übelst Laune mit den Vieh. Also wie gesagt, wir haben da schon ein paar Flugstunden jetzt gemacht. Aber wie gesagt, Übungsdauer. Und was noch wichtig zu erwähnen ist, ist vielleicht, das Vieh braucht so... Ey, Ruhe! Das Ding braucht mächtig Ausdauer, ohne Scheiß. Also das ist schon richtig krass. Und da habt ihr schon den Matschi gesehen. Muss man ja auch sagen, dass wir ziemlich low Eier haben. Ja. Also wir wissen jetzt auch nicht, was die High-Level-Eier so mit sich bringen. Genau. Also ihr werdet auf jeden Fall, wir werden uns auf jeden Fall Mühe geben, dass wir so High-Level-Eier finden. Und dann seht ihr, oder zeige ich euch auf jeden Fall nochmal, was mit dem Drachen noch so möglich ist. So. Seht ihr, jetzt seht ihr das nochmal ganz gut. Portet er sich einfach an die Wand. Ich würde vorschlagen, wir machen an der Stelle einen Cut, treffen uns dann gleich bei Matschi wieder und ihr seht noch ein paar Ausschnitte von der Höhle, würde ich vorschlagen. Also Freunde, macht's gut, bis gleich. Bis gleich. So Freunde, und wir sind zurück. Wir haben Matschi und Fussel gefunden. Hey. Hey. Und wir machen jetzt eine kleine YOLO-Aktion. Ich habe ja eben schon mal gesagt, oder wir haben ja eben schon mal gesagt, wir wollen noch so ein Drachenei an den Start kriegen. Und wir werden jetzt einfach hier diese Kante runterspringen in das lila Gebiet. Wir haben die Strahlenschutzanzüge an. Und ja, mal gucken, ob was Gutes dabei rauskommt, oder? Das ist wahr. Und ich bin jetzt einfach runter. YOLO. Ja. YOLO, tschüss. Oh Gott, wir müssen nur kurz vom Boden abspringen, ne? Das ist so hoch. Ja. Oh, nee. Pass auf den Fluss auf, ne? Nicht in das lila Zeug reinspringen. Du kannst nach vorne drücken, ne, Fussel? Dann du musst letztes drückst halt nach vorne. So, kannst du so ein Visier-Ding... Echt? Bei mir nicht. Nein. Du nach rechts, nach rechts, nach rechts, wer auch immer das... Ah, du wirst sterben. Echt? Tust... Nein, nein. Fussel, Lol, Fussel. Ich bin gelandet ohne abzusatteln, aber auf dem Baum, ich habe kaum Schaden bekommen. Wo ist Fussel? Links, oder? Links von uns? Hab ich's geschafft? Oh, ich hab's geschafft. Du bist auf dem Stein, okay, perfekt. Oh, ich bin auf dem Stein. Nice. Oh. Hi. Oh, hier ist schon der erste. Das hätten wir nicht gesehen. Da ist Drake. Mit deinem Finger will ich nicht. Oh, das ist dieses Filme. Ja, wir kämpfen. Ich war dabei. Guck da hin. Das ist voll süß. Ich möchte das haben. Das zählen wir uns auch noch. Da war so dieser kleine Vogel. Ich weiß nicht, der hat so geleuchtet. Der sah so aus wie ein bisschen wie ein Mikroraptor. Okay, aber wir müssen weiter runter, ne? Ja, weiter geht's. Darf ich mal kurz fragen, was würde passieren, wenn ich in das Rosane falle? Das ist wie Lava. Da kriegst du 160 Schaden pro Sekunde. Oh, pro Sekunde? Ja. Das knallt richtig. Oh, müssen wir so weit runter? Ja. Ich würde sagen, fallen lassen, oder? Nicht springen. Ja, vielleicht einfach fallen lassen. Komm. Okay. Also da unten, wo es gelb leuchtet, seht ihr doch, oder? Und ich gerade hier runter. Ich springe und du springst. Ja, ich wollte gerade sagen, Hauptsache wir haben gesagt, nicht springen und ich springe einfach mal. Okay, absatteln dann, Leute. Okay, easy, 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 easy. Oh, wir sind jetzt schon im bösen Gebiet. Wir sind auf jeden Fall schon im Boden. Ah, da hinten, ja, stimmt. Ja, okay. Oh, wir haben's gleich. Seid ihr alle um? Ja. Sexy! Ja, okay. Genau, da. Fussel auch. Oh, nice. Jones auch. Echt knapp. Alter, gestern 3 Stunden, jetzt 10 Minuten. Das ist echt so, Alter, wir waren gestern echt ewig. Ja. Ich glaube, wir können hier so runter. Echt nicht? Mega-Jump? Ich glaube, ich gehe ins Wasser. Nee, nach vorne drücken. Das geht. Ich drück nach vorne. Oh Leute, ihr seid falsch! Nein. Doch. Falsch. Wir sind genau an der Kante. Und neben uns rechts ist ein Rockdrake. Hier sind überall Drachen, Ja. Oh wow, ich bin auf dem... Nein, ich bin auf dem Ding gelandet. Doch jetzt. Geil! Wo bist du, D!zzy? Ich bin oben. Über euch, klar. Oh, hier kommen auch gerade die ganzen... Nameless? Nameless, ja. Ja, oh, wir haben kein Nameless, verdammt. Ja, die müssen schnell runter, eigentlich. Ihr Wichs! Ey, die schimpfen mich jetzt in die Lava, Hauptsache erstmal Perlen. Hey, lass uns das erste Mal gehen, ja? Ja, okay. Wenn Betty kommt, macht erstmal gleich. Doch, ich bin Betty, ich weiß nicht. Kommt ihr gleich irgendwann hier hoch? So, jetzt mach ich wieder ordentlich Schaden. Weil Betty ist hinter mir. So, Taschen, Leute gucken auf Taschen auf Boden. Ich hab da so 800 Probleme ungefähr. 800? Ja. Der macht 33 Schaden. Boah. Ich glaube ich nicht. Doch. Ganz easy. Wir hätten vielleicht unsere Bullbox anmachen. Oh ja. Oh, ich hab den auch vergessen. Hier sind noch die Nameless. Oh, hier ist voll viel Öl. Vielleicht nochmal kurz für die Zuschauer. Wie gesagt, vielleicht nochmal kurz für die Zuschauer. Diese Bullbox kann man einsetzen, damit diese Nameless nicht die ganze Zeit eingreifen. Die geben dann so ein... Das Licht gibt dann uns Schutz letztendlich. Ich versuche mal, soll ich mal versuchen? Okay, ja, okay. Helft mir einfach nicht, Team. Helft mir einfach nicht. Ja, aber wir müssen doch hier lang. Ja, warte mal, gib denen mal Deckung. Okay, ich komme. Komm einfach runter mit den Dingern. Ich laufe hier über Matschi die ganze Zeit, damit... Wir müssen ja eh wieder runter. Das wird uns hier runter. Ah ja, klar. Und wir sind Nameless? Ja, oh, hier ist Rock Drake, Vorsicht. Oh, shit, ich bin übergesprungen. Oh, hier ist eine Ölquelle, Freunde. Ja, hier ist richtig viel Öl, das heißt. Ja. Element Rohr, Alter. Ja, das stimmt, das brauchen wir auch wieder. Stimmt, Element Rohr brauchen wir. Da vorne ist noch einer, da kommt noch einer. Kommt einer noch hin? Okay, ja, ich bin... Einfach als Schellen geben. Ja, alle Flügel, das ist da. Richtig klein lassen. Ihr Wurstköpfe! Macht nicht so mit uns, macht man nicht. Oh, der Drache schießt über den Arm. Oh, ich hab auch ordentlich wenig bekommen. Nice. Ich hab noch gar keinen. Ich hab den Drachen angeschossen, der kommt. Okay. Komm her, du Lappen. Achtet auf eure HP, ne? Das sind die Leute weg. Putzlappen, Entschuldigung. Ich weiß nicht, wofür wir die im Moment brauchen, aber... Später für Element? Ich weiß nicht. Wah! Wah! Was? Wah! Wah! Oh, ich bin fast ins Wasser gesprungen. Alter, ich box einfach random um mich herum, weil ich denke, da greift das an. Wollt ihr nicht auch ein bisschen Öl fahren? Ja, safe. Ich pass auf, Mann. Ich pass lieber auf, das ist Metall. Ich sammle gerade die schwarzen Perlen ein. Das ist Öl. So, pass auf Matschi. Alter, guckt euch das mal an, wie krass das hier aussieht. Das ist so nice, ich komm immer noch nicht drauf klar, ohne Scheiß. Das ist richtig nice, Mann. Vor allem hier auch das Öl hier unten. Ja, heftig. Das sieht so cool aus. Der Drachen schluckt fahren. Ja, ein bisschen gefährlicher. Was ist das? Und hier, das ist Obsidian oder was ist das? Das ist Obsidian, ja. Werde schwer angegriffen. Wovon? Ja, da kommt nichts. Nameless. Von No Name dann. Okay. Vielleicht solltet ihr auf passiv halten, nicht dass sie dann was hinterher werden. Oh, Hilfe! Nee, der neue ich back hier voll in euch rum, Mann. Ja, das ist Absicht. Ach so. Sag das doch. Oh, ja, krass. Ach so. So. Ehrenmänner. Okay. Frauen. So sind wir. Okay. Hey. Brauchen wir noch Obsi? Nee, Obsi ist glaube ich nicht so wichtig, oder? Weiß ich nicht. Ich weiß doch, ich würde ein bisschen was mitnehmen. Ich will lieber mehr Element-Ohren so nachher mitnehmen dafür, aber mir ist das egal. Ich weiß so ein bisschen nur. Wie wir da wieder hinkommen. Ja, müssen wir echt mal gucken. Wir müssen, das war eigentlich über den Nestern und wir sind jetzt auf der Höhe der Nester, oder? Ja, stimmt. Ja. Nein, der war noch ein bisschen auf sie damit. Ich nehme die, vorsichtshalber tue ich mal bei mir ins Inventar ein paar Nameless Venom. Weil falls einer wieder von uns rippt. Ah, das Ding ist, das Spoilen wahrscheinlich viel schneller bei dir im Inventar. Kannst meinst du mal überlegen, wenn die Krabbe wirklich kurz vorm Sterben ist oder so. Okay. Weil die spoilen wahrscheinlich bei dir im Inventar viel schneller. 28 und hier drinnen... Ja, Tatsache. Ah, siehst du? Du Fuchs, Alter! Ah, Ark Pro am Start. Ja, Mann. Ja, also, wie kommen wir jetzt wieder hoch? Ich bin eben einfach hier runtergesprungen bei dem. Ja, du bist runtergesprungen, aber wie kommen wir da wieder hoch? Ja, das hatte ich befürchtet. Ah, das kriegen wir auch hin, Leute. Ich glaube hier an der Seite, kann das sein? Nein? Da echt Angst da reinzufallen, ne? Seid da hinten, oder was? Wolltest du lang? Ich wollte gerade andere Richtung, genau. Ja, können wir auch. Also sonst würde ich sagen, wollen wir einen Cut machen und treffen uns wieder, wenn wir beim Nest sind? Ja, würde ich sagen, auf jeden Fall. Okay, bis gleich, Leute. Bis gleich. So, Leute, wir sind kurz davor. Okay. Oh. Wir sind auf jeden Fall hier bei den drastischen Nestern. Und ihr seht schon, hier ist alles voll. Hier ist alles voll. Alles voll. Und ich würde fast sagen, wir rennen weiter, weil hier kommt so viel Nameless. Ja, ja. Das Ding ist, die werden nicht ablassen. Wahrscheinlich nicht. Aber dann haben wir zumindest alle auf einer Stelle. Ja, warte. Spratz die weg, Mann. Mit meinem Bulldog Damage mache ich hier Doppelschaden. Okay, Dragon. Oh, oh Leute, ich dachte, ihr zieht die Aggro, weil ich habe auch. Ja, genau vor dir ist noch einer. Genau vor mir sind drei. Oh. Dann der Wurf für die drei. Ich greife die Nameless einfach von früh, die Nameless damit. Oh. Jawohl, alles drauf. Alles drauf, alles wegschnetzeln. Oh, Betty rasiert. Nice! ey. Das will ich nicht stolz auf dich. Ist hier... Ja, hier müssen wir rein, ja. Oder? Ich glaube auch. Ja, das... Nee, nee, wir sind richtig. Ich bin gestern hier noch hochgesprungen, um abzuhauen, aber hat nicht mehr geklappt. Wir sind von der anderen Seite gekommen gestern. So, jetzt immer schön die Augen aufhalten nach Nestern. Ja, ich würde sagen, jetzt unbedingt die Augen offen halten. Oh mein Gott, ihr... Warum lasst du mich nicht in Ruhe? Ich muss unbedingt den Bootbot nächstes Mal mitnehmen. Ich hab schon... Oh mein Gott, das ist so cool, ich bin das erste Mal hier und das ist der Wahnsinn. Das ist echt nice. Das ist so krass. Aber wir haben gestern auch nicht schlecht geguckt, ey. Ich guck jetzt noch nicht schlecht, Mann. Okay, warte. Ja, hier rechts sehe ich auch. Oder oben, ja. Soll ich da hoch? Ich werde schon im Drachen angegriffen, kann jemand helfen? Ja, wir sind beide. Okay. Versuch mal, da hochzukommen. Sind beide? Okay. Ich bin vorbei. Der war 128. Oh, bitte, los. Oh. Oder geh du, der ist ruhig. Mach ich hier. Das will hier schon mal... Ich komme, oder? Da. Da, okay, egal, wir sind jetzt auch... Okay. Guck mal. Wo ist das nächste Nest? Warte. Ich guck das mal. Nimm schon mal, Soll ich das nehmen? Pack ein und wir killen die Drachen, Alter. Ja, dann kommt ihr bitte runter dann zu mir. Auf alle Fälle. Du hast das Ei nicht genommen. Ich hab das genommen. Nein, hier liegt das Ei noch. Hä? Dann nimm du das Ei, Leute. Hä? Ich dachte, ich hätte eh gedrückt. Hab ich halt nicht. Sorry. Dann will ich da so schnell raufgepusht wieder. So. Dann nimm du das und kommst hier runter hier. Alles genommen? Renn direkt runter, Gib ihm. Wir versammeln uns oder was? Oh! Pass auf. Oh, wow. Hinter dir? Jetzt gibt's Action. Okay, jetzt kommen sie alle. Aber die kommen halt zu mir, ne? Ihr müsst bei mir am besten. Ja. Da kommen wir auch. Aber warte, sie sind schon drei. Ja, hier sind auch viele. Oh. Alter. Oh Gott. Alter. Aber okay, wir klappen D!zzy weg, Alter. Ich glaube auch. Zu viel geht das. Boah, die knabbern alle an mir. Ja, die knabbern immer an dem, der das Ei hat. Ich nehm nie ein Ei. Sind wir schon safe? Das ist gut, Mann. Das ist richtig gut. Ich hab gerade so viel Leben verloren. Oh, nice. Ah, schön. Hast du die andere tanken lassen, ne? Nein. Stark. Ciao, Freunde. Alter, warum machst du sowas? So, lass mal weiter gucken. Sind die noch so weit um, dass man die vielleicht gar nicht sehen kann? Ach ja, ne? Vielleicht, ja. Oh nein! Was? Ich bin voll im Matschi reingeflogen, wo er über mir war. Ach so, okay. Hey, du bist doch nicht reingeflogen. Ja, nee, das war Matschi. Bei mir. Oh, Rock Drake. Echt? Oh. Ja, bei mir direkt. Ich knall den kaputt gerade. Okay, das ist gut. War schon wieder so ein Kack Nameless, Freunde. Ich würde gerne nochmal ein bisschen höher durchspringen. Warte mal, ich gucke mal, ob hier noch ein Ei ist. Kommt ihr nicht hier hoch? Doch. Ich wollte nur ganz kurz gucken. Okay, hier ist kein... Du musst... Ja, ich weiß. Hier ist ein Nest. Hier sind zwei Nester. Zwei Nester? Oh mein Gott. Leute, kommt her. Ja, warte. Ich komme auch gleich. Hier oben wird richtig... Auch ein Nameless hinter euch? Ja, das Nameless hinter dir. Ja. Pass auf, dass du deine Rüstung nicht... Ah, der Knecht geklappt, der gibt deine Krake. Alles gut. Nimm das noch nicht, ne? Level 16, Alter. Wir nehmen die gleichzeitig. Ja, Level 16, egal, für Basilisk. Für Basilisk, ich wollte es gerade sagen, für Basilisk. Oh, ich hänge hier in irgendeinem Kraken. Kraken. Mann, jetzt sage ich auch schon Krake. Ich warte auf euch, ja? Wie sieht eure Rüstung aus? Einmal kurz gucken. Hälfte. Halb. Ja, halb. Hälfte. Beine ist auch halb ungefähr. Warte, die sollen lassen wir den töten und dann... Nein, das ist ein bisschen... Ja, ich wollte nur eben kurz ein bisschen wegspringen. So. Okay. Geh du hoch. Oh, bitte sag mir, dass da ein höherer ist. Warte. Da muss noch drehen. 136. What? Oh. Nice, Alter! Ja. Oh. Okay, Vorsicht. Achso, nein. Okay, auf 3. Okay, und dann springen wir runter, ne? Ja. Guck mal auf Heal kurz. Also wenn ihr zu wenig, zu low seid, dann halt nochmal kurz. Alles gut. Ich bin viel lebenlos. Ja, alles gut. Okay, gut, alles klar. 3, 2, 1, go. Go. Und runter. Okay, ich bin drauf. Ja, und runter, hier runter, in die Gasse. Hey, dräng nicht so. Da kommen wieder welche. Na, Arsch voll. Da, ja, ich hab's auch gerade gesehen. Da ist noch eins. Oben rechts von uns. Ja. Überall. Oh mein Gott. Oh. Ich auch. Oh. Hilfe! Hilfe! Oh Gott! Hilfe! Hilfe! Okay, alle tot, alle tot. Oh. Okay, Leute, aber jetzt heilt euch bitte. Oh. Ich will nicht wie so eine Sache wie gestern erleben, Alter. Alter, da schlägt mich noch irgendwas? Das schlägt dich da. Nameless. Wow. Gott. Freunde, was eine kranke Action. Nice. Okay, wo sitzt ihr denn gerade? Guck genau raus. Okay, ich gehe das mal nicht. Über dir, Coco. Hallo. Eins über dir. Hier, okay. Ich bin, aber hier ist kein Ei drin. Nein, nein, nein. Eins weiter runter, da rechts. Da, ihr seid vorbei. Wollt ihr euch nicht erst heilen? Eins weiter runter. Ich hab mich schon gerade geheilt. Aber meint ihr das noch so viel kommen? Ich weiß es nicht, Mann. Nein, 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 nein. Jones, genau mir gegenüber. Ich heile mal ein bisschen. Da, da wo ich hin, da. Da, wo ich hinschlage. Wollen wir vielleicht nochmal einen kurzen Cut machen? Ja, wir heilen uns kurz und dann kommen wir wieder. Ja, Mann, bis gleich. So, Freunde, da sind wir wieder zurück. Und zwar sitzt jetzt jeder von uns in einem Nest. Und wir haben zwei High-Level-Eier noch gefunden. Eins habe ich hier. Ich habe 136. Und wer hat das andere? Achso, das hatten wir eben schon. Achso, okay, okay. Und Jones und ich haben 44er. Oh. Okay. Ja, okay. Seid ihr bereit zum Aufsammeln? Ja. Okay. Okay, 3, 2, 1, go. Go. Und runter, runter, und runter, 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 in die Gasse, runter, 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 runter. Oh, ich war zu langsam. Oh Gott. Ey, ich will nicht wissen, wie viele jetzt kommen, ne? Ich auch nicht. Jetzt viermal wie viele kommen? Vielleicht haben wir es schon aus. Guck mal, ist da oben links? Guck mal, ist da oben links vielleicht noch was drin? Alter, Leute, guck mal, es kommt gar nichts. Kommt nichts. Warte mal. Doch da oben, doch da oben, doch da oben. Oh, wir sind so... Da kommt einer, da kommt einer. Du springst da voll in den rein. Ja, nein, wir waren Nest. Ich war gucken, was drin ist. Komm doch, Alter. Komm doch. Es kommt echt nur einer. Ja, wir haben alles mehr. Oh, Gott sei Dank. Alter, wir haben die alle weggebombt. Du solltest aber nicht zu sicher sein. Nein, nein. Okay, also ich guck mal da oben, ob da noch irgendwo ein Nest ist. Oh. Ah, da hinten ist das ja noch komplett weiter. Ja, ja. Ja, ja, wir werden 4 Eier finden. Deswegen wir werden 4 sein. Also, sonst würde ich sagen, so wieder aufgeben wird nämlich die Saison. Nee. Ja. Genau, so machen wir's. Okay, bis gleich, Leute. Bis gleich, Freunde. So, wir sind wieder zurück. Oh. Wir haben es diesmal alle eben draus geschafft. Alle, es ist unglaublich. Oh. Aber muss wohl erst Fussel dabei sein, ey. Ja, ich glaube auch. So, und ich lege hier mal meine Eier hin, meine guten. 128 ist für Frau Fussel und 136. Und nicht, dass wieder jemand sagt, ich bin ein Arschloch oder sowas. Das hat mir das 136er angeboten, als wollte es nicht. Ja, weil er das ja selbst gesehen hat. Und mein 126er kommt jetzt auch da rein. Ja gut, jetzt packe ich mal meinen super geilen 76er dahin. Der arme Jones. Der ist echt super, Leute. Wir besorgen dir noch eins, Mann. Er ist richtig traurig, wir holen dir noch eins. Wir holen dir noch eins, wir machen gleich noch ein bisschen Suicide. Voll cool. Meiner ist voll cool. Oh. Aber Leute, Alter, vielleicht kann ich einfach einen von deren claimen und die checken das gar nicht. Ja, vielleicht. Kannst du aber Dizzys claimen. Nein, oder einfach fusselt. Nein, nein, wo bist du? Ja, Mann. Einfach D!zzy ist das höchste, oder? 136? Ja. Ach, ihr habt beide 136. Oh, bitte lass Zwillinge kommen, Mann. Bitte. Du Wurstgesicht! Oh ja. Oh, bitte, dann müssen wir nicht nochmal da rein. Oh, das wäre echt nice. Ich würde sagen, wir machen erst nochmal einen Cut, dann kommen wir wieder, wenn die schlüpfen, oder? Yes, so machen wir's. Bis gleich. Bis gleich. So, Freunde, da sind wir wieder und jetzt ist es gleich soweit, die lieben Babys schlüpfen und ich freue mich schon so auf... Ich hab gar kein Fleisch am Start. Oh ja! Läuft, läuft! Wieder alles super vorbereitet. Sehr gut. Ich stehe die ganze Zeit doof davor rum. Oh, da ist das Erste! Okay, meiner ist draußen. Meiner ist auch draußen. Nice! Komm, komm, komm. Keine Zwillinge bis jetzt. Oh, D!zzy hängt auf deinem Ei. Ja, 2, 1. Bitte Zwillinge. Da ist es. Oh. Hä? Was ist denn? Du hast mein Ei, ne? Kann das sein? Hast du sein Ei aufgehoben? Was? Nein. Irgendjemand hat mein Ei aufgehoben. Nein, ich hab's nicht. Ich hab keins. Oh, Baby. Hä? Der jetzt weggebackt? Da ist es. Oh. Hey! Warum folgt das Tier? Warte einfach länger, ist kein Thema. Das ist doch meiner. Ach so, lol. Baby D!zzy. Oh. Oh, okay. Freunde, wir werden an der Stelle jetzt gleich nochmal ein bisschen was machen. Die Dinger hochzüchten und dann sehen wir uns wieder, wenn wir die eingeritten haben. Ja, und dann führen wir euch mal vor, was da so geht, ne? Ah, auf jeden Fall. Also, bis gleich. Bis gleich. So, Freunde, unsere Drachen sind fertig. Ich zeige die euch gleich. Vorher möchte ich euch aber noch was anderes Interessantes zeigen, wo ihr bestimmt auch schon mit gerätselt habt. Das haben wir jetzt neu rausgefunden. Und zwar haben wir hier ja diese schönen Pflanzen. Wenn man die an die rangeht, fährt das ja hier dieser, was auch immer das da sein soll, dieser Schwengel, fährt raus. Und ja, was macht man jetzt mit der Pflanze? Haut man dagegen, boxt man dagegen, baut man die ab? Also das ist ja nicht möglich, ne? Also die macht ja gar nichts. Der Trick bei der ganzen Sache ist, man wartet einfach kurz 2 Minuten und dann kommt ein Samen hier aus der Pflanze raus. Ich werde das Ganze ein bisschen für euch zusammencutten und dann sehen wir uns gleich wieder, wenn die Pflanze anfängt zu spucken. Also kleinen Moment bitte. Jetzt geht's los, Freunde. Habt ihr es gesehen? Bam! Und der Samen kommt raus. Genau, wir haben jetzt ungefähr 2 Minuten gewartet. Ich heb den schnell auf. So. Ich zeige euch den nochmal. Das ist dieser Plant Species Z Seed. Whatever. Ich und mein Englisch, Alter. Was war das? Ja, keine Ahnung. Ja. So, jetzt habt ihr gesehen, wie das funktioniert. Das sind 2 Minuten ungefähr, die man hier stehen muss. Also man muss wirklich einen Moment warten. Also nicht verzagen, sondern einfach wirklich einen Moment warten. Wow, das hat sich gereimt. Alles klar, wir sehen uns gleich an der Base wieder und dann zeige ich euch, was man damit Schönes anstellen kann. Bis gleich. So, Freunde, da sind wir wieder. Und zwar, ja, was braucht man natürlich, um Pflanzen anzupflanzen? Ja. Hier diese Korps, wo man halt letztendlich die Pflanzen setzen kann und natürlich erstmal ein bisschen Dünger, den packe ich mir jetzt hier raus und dann pflanzen wir die Dinger einfach mal an, würde ich sagen, oder? Ja, auf geht's. Also Samen rein, Dünger rein. So, dann schauen wir mal. Oh, das sieht richtig cool aus. Guck mal, jetzt ist natürlich dieses Erdbeben gerade, was wieder alles verwackelt, aber das sieht richtig cool aus. Ja, okay. Ihr fragt euch jetzt natürlich, wow, was ist denn das Besondere an den Pflanzen? Ja, an den Pflanzen das Besondere ist, man kann da richtig geile Blendgranaten mitmachen, wo man unter anderem diese Nameless von sich abhalten kann mit und die Revenger, meinte der liebe Jones. Ja. Das werden wir aber auf jeden Fall, sobald die ausgewachsen sind, noch testen und euch auf jeden Fall zeigen. Gut, so viel zu den Pflanzen. Die Drachen. Ich habe meinen schon mal umbenannt in Rocketman. Level 141 ist er jetzt aktuell. Ich habe schon 2, 3 Level reingepumpt. War ja Standard Level 136. Und dann zeigen wir euch jetzt nochmal einfach, was die können, oder? Auf geht's. Also das ist nichts groß anderes wie am Anfang der Folge. Aber vielleicht einfach nochmal, damit ihr seht, was mit den Babys jetzt passiert ist. Wow, jetzt habe ich ein Leben gepullt. Ich wollte eigentlich Ausdauer machen. Okay, vielleicht kriege ich es ja jetzt ein bisschen besser hin. Schauen wir mal. Und Gil. Ja, easy. Ja, das sieht das aus. Guck mal, was ich drauf habe. So, Freunde. Und dann hier einfach durch die Gegend gleiten. Immer die Maus ein bisschen hoch und runter bewegen, damit er halt ein bisschen in Schwung bleibt und nicht instant runterfällt. Also wirklich nur so ganz sanft. Ihr seht es ja an der Bildschirmbewegung, wie ungefähr. Und dann geht es richtig ab, Freunde. Da, mit den Dingern kann man einfach übertrieben weit gleiten. Und wie gesagt, wenn euch dann irgendwann passiert, dass ihr sagt, oh, jetzt wird's eng, dann einfach hier an die Wand ran schießen. Bam! Und alles ist wieder sexy. So. Dann würde ich sagen... Wow! Direkt an die Seite. Ja, Mann. Machen wir für die Folge Schluss, oder? Ja, ist doch ein schönes Ende, oder nicht? Ich denke auch. Das wachsen neue Drachen, Alter. Wir haben Plant Species Z. Würde ich sagen. Also sehr erfolgreich wieder. Ich glaube, es war auch mega spannend für euch. Wir haben wieder alles gegeben. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Lasst ein Däumchen nach oben da. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Und ich verspreche euch, es geht spannend weiter. Bis dahin, macht's gut. Bis dann.